Hallo, mein Name ist Klaus Dieter. Ich arbeite in HEMA, dem Metallkompetenzzentrum für hochwertige Sanitärarmaturen, 3D-Druck und Kartuschenfertigung. Nachhaltigkeit ist ein großes Thema bei uns und heute zeige ich euch, wie wir aus verschmutztem Wasser 97% wiedergewinnen. Unser Ziel? Abfallprodukte, die das Werksgelände verlassen müssen, reduzieren und möglichst viele Ressourcen wiederverwenden. Dies geschieht durch unsere Wasseraufbereitungsanlage Albatros. Wesentlicher Baustein dieser Anlage ist die Wiederaufbereitung von mit Graphitschlamm und Kühlschmierstoffen belastetem Wasser. Dieses Gemisch wird unter anderem zum Herabkühlen im Gießereiprozess oder auch zum Schmieren in der mechanischen Bearbeitung verwendet und schlägt im Jahr mit rund 4000 Tonnen zu Buche. Bis dato brauchte es jährlich über 155 LKWs, um das Abwasser einer externen Entsorgung zuzuführen. Durch unsere Wasseraufbereitungsanlage wird das Wassergemisch mittels Verdampfung getrennt und aufbereitet. So kann das Wasser dem Wertschöpfungsprozess wieder komplett zurückgeführt werden, sodass lediglich ein Bruchteil an Abfall für die externe Entsorgung anfällt. Hier in HEMA spielt Nachhaltigkeit eine große Rolle. Der Albatros trägt einen wesentlichen Teil dazu bei und da sind wir stolz drauf.